Hi Leute, erst veränderst du dich und dann verändert sich alles. Es ist ein Spruch, in dem so viel Wahrheit drinnen steckt. Die anderen werden sich nie zu 100% an das anpassen, was in deinem Kopf vorgeht. Die anderen werden nie 100% deinen Erwartungen entsprechen. Keiner wird deine Erwartungen 100% erfüllen. Außer du selbst. Du selbst bist der Einzige. Du bist der Einzige, dessen Handlungen, dessen Reaktionen, dessen Denken, Emotionen, Körper, Energien 100% in deiner Handhabung steht. Wie du auf eine Situation reagierst, wie du mit etwas umgehst, wie du was verarbeitest, liegt 100% in deiner Hand. Ob du glücklich bist oder unglücklich, liegt 100% in deiner Hand. Es gibt Menschen, die gehen durch das größte Elend und Leid mit einem Strahlen im Gesicht. Genauso gibt es Menschen, die äußerlich das größte Glück haben. Frau, Kinder, Superstar, alles Geld der Welt, keine Sorgen und sich das Leben nehmen, sich umbringen, todunglücklich sind. Erst veränderst du dich und dann verändert sich alles. Alles. Dieser Spruch ist so wahr. Keiner muss sich verändern. Wenn du dich veränderst, dann verändert sich alles. Und wenn du das machst, dann wirst du die Wahrheit in diesem Spruch erkennen. Dein ganzes Umfeld, alles wird sich ändern. Selbst dein gewohntes Umfeld wird dich anders wahrnehmen und handeln, wenn du bereit dazu bist, sie anders zu behandeln. Wenn du Menschen anders behandelst, behandeln sie dich anders. Was du ausstrahlst, empfängst du. Aber die anderen könnten das und sie könnte das. Änder du deinen Anteil, änder das an der Situation, was du ändern kannst. Und über den Rest brauchst du dir keine Gedanken machen. Den kannst du eh nicht ändern. Frohen Mutes kannst du ändern, was du ändern kannst. Entweder akzeptierst du eine Situation, veränderst sie oder du verlässt sie. Aber über was zu jammern und nichts zu verändern, bringt nichts. Rüdiger Dahlke hat es mal so schön im Buch geschrieben: Umso mehr du jammerst, desto weniger hast du begriffen. Ja, das wollte ich heute einfach nochmal rausgeben. Einfach ganz klar: Es wird sich die äußeren Umstände vielleicht nie 100% deiner Erwartungen entsprechen. Was du verändern kannst, bist du. Und das gibt's anzugehen. Es kommen immer wieder Leute zu mir: Oh, was könnte ich denn da machen bei dem und jenem? Und während sie das schon sagen, merke ich schon, sie suchen nicht nach einer wahren Lösung. Sie wollen sich nicht verändern, sondern sie wollen jemanden, der ihnen erzählt: Mach dieses, mach jenes. Und dann wird alles gut. So ist es nicht. Wenn du dich nicht veränderst, wenn du die Veränderung nicht aussendest und dadurch eine Veränderung erzeugst, bringt es überhaupt nichts. Du kannst dir irgendwelche tollen Mittel draufschmieren, du kannst dir irgendwie eine Familienaufstellung machen oder was auch immer, egal was. Wenn du dann nichts veränderst, bringt es gar nichts. Null, rein gar nichts. Und ich merke sofort, wenn so jemand kommt und mir irgendwie seine Krankheitsgeschichte vorjammert, und sobald ich merke, dass jemand einfach nur seinen Frust runterreden möchte, dann gehe ich da gar nicht weiter drauf ein. Da bin ich nicht der Richtige für.
seinen Frust abzulassen. Einfach zu jammern. Dafür gibt es andere Menschen, zu denen ihr gehen könnt, wenn ihr jammern wollt. So. Ich möchte, dass Menschen zu mir kommen, die was verändern möchten. Die bereit dazu sind, Eigenverantwortung zu übernehmen. Ansonsten ist das die falsche Adresse. Auch wenn du die Videos hier guckst, das hier ist nichts für dich, wenn du keine Eigenverantwortung übernehmen möchtest. Wenn du irgendwie auf mich projizieren möchtest und sagen möchtest, oh, jetzt habe ich dieses und jenes ausprobiert und es hat nicht funktioniert, der Depp erzählt mir das, dann geht es zu jemand anderem. Das hier ist was für Leute, die Eigenverantwortung übernehmen möchten. Das ist der einzige Schlüssel, um was zu verändern zu deinem Glück. Eigenverantwortung. Wenn du dich veränderst, verändert sich alles. Macht's gut.